Zuversicht im Espenmoos. Bei den Fans wie vor jedem Spiel und in Erwartung der zu fallenden Tore wurden auch nochmals alle Luken dicht gemacht. Das Terrain wenigstens schneefrei, ideal wären die Bedingungen aber höchstens für Chris von Rohr gewesen. St. Gallen begann überlegen, doch der erste Steilpass von Ibe hatte es in sich. Knetz, Chapuisat, Leandro völlig frei und das 1:0 für Ibe schon in der 7. Minute. Der Treffer war so einfach zu realisieren gewesen, dass sich der Jubel des Torschützen direkt in Grenzen hielt. Nochmals der weite Pass von Knetz, die Verlängerung von Chapuisat und Leandro, der im genau richtigen Moment losflitzte. Diese Szene blieb lange Zeit der einzige erfolgreiche Ausbruch aus einer allgemeinen Mittelfeldsoße, bis Leandro Häberli lancierte. Und Rocha knapp zu spät kam. Diese Szene in der 20. Minute. St. Gallens Trainer Peischl zunehmend beunruhigt. Die Angriffe seines Teams blieben immer schon frühzeitig stecken. Wieder Ibe mit Chapuisat. Leandro wieder frei und wieder Tor. 2:0, 22. Minute. Und bei diesem herrlichen Treffer war die Freude natürlich schon ausgeprägter. Ein wunderschönes Tor von Leandro. Der Knacks saß tief bei den St. Gallen, die zu keiner valablen Torchance mehr kamen, bis Sutter Manja den Ball wegspitzelte und Merenda alleine losziehen konnte. Merenda gelegt, Penalty. War es wirklich einer? Ja, Geiser holte Merenda mit Oberschenkeldruck von den Beinen. Bruno Sutter gegen Marco Wölfli und das 1:2 in der 43. Minute. Gerade noch rechtzeitig vor der Pause fanden die St. Galler zu Moral und Hoffnung zurück. Die zweite Halbzeit begann fast wie die erste, nämlich mit einem Pass von Knetz in die Tiefe mit anschließender Torgefahr. St. Gallens Goli Razzetti vermochte sich auszuzeichnen. Friedli, Rocha, Leandro, Chapuisat, 3:1, 53. Minute. Nochmals das 3:1 für die Gäste aus Bern. Präzis, rasch, freistehend. Dann Leandro erneut völlig freigespielt. Razzetti mit der Notbremse. Penalty und Rot gegen Razzetti. Der Penalty klar. Razzettis linker Arm ging an des Gegners Knie. Und weil St. Gallen schon dreimal ausgewechselt hatte und es im Fußball kein Friendship-Ticket gibt, musste Marc Zellweger ins Tor und gleich zum Elfmeter antreten. Leandro also gegen Zellweger. Und solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Marc Zellweger. Huch, wie geschah mir. St. Gallen durch diese Zelli-Show plötzlich mit neuen Energien. Naldo. Merenda fast mit dem Anschlusstreffer. Es blieb schließlich beim 3:1 für Ibe, das die klar bessere Mannschaft war. Doch Marc Zellweger festigte seinen Ruf als St. Galler Kultfigur. Ja, vor ein paar Jahren hat es mal die gleiche Situation gegeben. Hat Jürg Stiel auch wegen roter Karte raus. Hat auch eine Penalty gegeben und dort als Jella. Und das mal habe ich Glück gehabt, dass sie gegeben. Haben Sie spekuliert auf den Ecke? Ja, ich kann nur in der rechten Gumpen, also bin ich in der rechten Gumpen. Die künftigen Penaltyschützen werden sich das wohl bestimmt bereits gemerkt haben.